Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, liebe Jeet Kune Do Community. Ich bin Frank de Chau, Trainer hier beim Polizeisportverein in Karlsruhe. Und heute möchte ich den sogenannten Obstruct Kick zeigen. Obstruct bedeutet einfach behindern. Und wir unterscheiden ein bisschen hier zum klassischen Stop Kick. Einfach rein von der Bewegungsmechanik. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Ja, Obstruct, Backflip, Kombination. Beim sogenannten Obstruct mache ich lediglich Folgendes: Ich hebe mein vorderes Bein an und versuche somit meinen Gegner, die Bewegung meines Gegners zu behindern. Ich vergleiche nochmal zum klassischen Stopkick. Beim Stopkick haben wir eine viel größere Bewegung. Wir haben auch wirklich eine Kickbewegung. Also hier Kickbewegung. Und beim Obstruct verlagere ich lediglich mein Gewicht. Das heißt, ich shifte hier, verlagere hier das Gewicht aufs hintere Bein und hebe hier das vordere Bein an. Ich versuche hier meinen Gegner zu blockieren. Ich kann jetzt zum Beispiel hier auf das Fußgelenk gehen, Schienbein. Aber wichtig hier ist, dass es keine klassische Kickbewegung hier ist, weil der Obstruct wird aus einer deutlich kürzeren Distanz angewendet. Das heißt, wenn der Gegner schon hier steht, kommt auf mich zu, da ist die Bewegung einfach für einen klassischen Stopkick zu groß. Von daher bleibe ich auch ziemlich nach vorne ausgerichtet und mache das hier und komme hier mit einer Folgetechnik. Hier, Obstruct. Ja. Als Übungsidee könnt ihr Folgendes machen: Ihr macht Schattenboxen, bewegt euch, egal ob in der Rechtsauslage oder in der Linksauslage. Arbeitet mit dem Jab, mit dem Cross. Und ab und zu baut ihr den Obstruct ein, und sobald ihr den Obstruct macht, wichtig ist natürlich, dass ihr nach dem Obstruct irgendeine Folgetechnik macht. Ja, Obstruct, Backflip, Kombination. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Trainingsideen mitgeben. Ich verabschiede mich an der Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.